Promi Big Brother Schock für Iris Klein, Todesfall lässt Traum platzen, bin aus allen Wolken gefallen. Iris Klein ist wegen eines plötzlichen Todesfalls in Trau. Bei Promi Big Brother hatte sie von der Tragödie nichts mitbekommen. Jetzt weiß sie, ihr Traum ist geplatzt. Ein Schock für Iris Klein, 56. Bei Promi Big Brother leben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen völlig abgeschottet von der Außenwelt in einem Container, da sickern nicht einmal Nachrichten über Todesfälle durch. Entsprechend überrascht war die Mutter von Daniela Katzenberger, 37, dass sein Wunsch von ihr jetzt erst einmal nicht mehr umsetzbar ist. Wie Iris Klein bei Promi Big Brother 2023 verriet, hatte sie für die Zeit nach dem Container schon große Pläne, sie wollte sich unbedingt von einem Prinzen adoptieren lassen. Der Grund: ich will nicht mehr Klein mit Nachnamen heißen, so die noch Ehefrau von ihrem Ex-Partner Peter Klein, 56, der ebenfalls bei der diesjährigen Sat.1-Show dabei war. Promi Big Brother, Tragödie macht Iris Kleins Pläne zunichte. Die Scheidung des Paares ist zurzeit im vollen Gange, doch ihren Plan für die adlige Namensänderung muss Iris Klein vorerst verwerfen. Denn eigentlich war für die Adaption Alexander Prinz von Anhalt 52 vorgesehen, wie sie gegenüber der Bild erzählte. Wir hatten darüber gesprochen, wollten uns treffen und das besprechen, so Iris Klein, die schon kurz vor der Erfüllung ihres Wunsches stand. Doch Prinz Alexander starb plötzlich mit nur 51 Jahren am 27. November in seinem Haus in Lembeck in Nordrhein-Westfalen. Das war die Reality-TV-Berühmtheit noch bei Promi Big Brother und bekam nichts von dem Vorfall mit. Iris Klein: ich bin aus allen Wolken gefallen. Es tut mir sehr leid für seine Liebsten. Das ist sehr traurig. Wie der Adoptivsohn von Frederik Prinz von Anhalt, 80, starb, ist bislang nicht geklärt. Iris Klein war bis vergangenen Freitag, 1. Dezember 2023, bei Promi Big Brother, flog dann überraschend aus der Show. Ihr Ex-Partner Peter Klein konnte sich etwas länger behaupten und schaffte es auf Platz 3. Am Ende triumphierte Influencerin Jelis Kotz, 30, und nahm die 100.000 Euro Siegprämie mit nach Hause. Glaubt Peter an eine Versöhnung zwischen Iris Klein und Yvonne Wölke? Weiter wurde Peter Klein dann die TV-Konfrontation zwischen Iris und Yvonne Wölke, 42, gezeigt, denn vor wenigen Tagen sprachen sich die beiden Frauen zufällig ebenfalls im Frühstücksfernsehen aus, stellten aber auch klar, definitiv keine Freundinnen zu werden. Der Promi Big Brother Dritte meinte dazu: sie hat aktiv Yvonne damit reingezogen und dann zu sagen, warum mischst du dich damit ein, ist falsch. Ob er sich vorstellen kann, dass sich auch die beiden Frauen eines Tages versöhnen werden? Ich wünsche mir schon, dass irgendwann Frieden einkehrt. Sie, Yvonne, Anmerkung der Redaktion, hätte allen Grund, sich darüber aufzuregen, ihr Leben ist auch zerstört worden. Aber sie ist nicht nachtragend. Wie das Ganze letztlich weitergehen wird, werde die nächsten Wochen zeigen.